Wenn ich eine depressive Episode habe, dann passiert nichts in mir. Ich nehme dann nichts wahr. Ich kann auch nicht im Nachhinein sagen, was ich dann gemacht habe. Ich erinnere mich dann auch nicht dran. Es ist nichts einfach. Mit meinen Kindern so zu spielen, so wieder ganz normal wie eine Familie, das hätte ich mir vor dem Suizid und der Depression nicht wirklich träumen lassen. Das ist ja das Blöde an der Depression. Man macht zwar immer noch Dinge, aber vieles davon macht keinen Spaß mehr. Und das merken die Kinder irgendwann. Jana Selig, 28, Berliner Bloggerin und Autorin von Lifestyle-Kolumnen. Dass sie wie 4 Millionen Deutsche unter Depressionen leidet, wissen lange nur ihre engsten Freunde. Bis Jana sich outet und sich öffentlich zu der Krankheit mit den vielen Gesichtern bekennt. Mit Depressionen oder depressiven Menschen assoziiert man, glaube ich, immer so was ganz extrem Düsteres und dunkle Räume. Und dunkle Kleidung und generell wenig Spaß. Und ich habe sehr viel Spaß. Die Depression ist ein Teil von mir, aber ich bin nicht die Depression. Ich bin sehr, 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 sehr viel mehr. Sehr viel mehr als dunkle Gedanken. Die bestimmen aber immer wieder Janas Alltag. Selbstmord erscheint ihr dann als ein Rettungsanker. Bei mir sind Suizidgedanken permanent präsent. Das trage ich ständig mit mir rum, aber es ist nichts, das mich belastet. Es ist nicht, dass ich das tun möchte. Aber alleine dieser Gedanke daran, ich habe eine Option, es zu beenden, hält mich aufrecht. Wir wollen versuchen, Jana durch das Jahr mit der Kamera zu begleiten. Durch helle, aber auch dunkle Phasen ihrer Krankheit. Jana hat sich mit uns beim Tätowierer verabredet. Sie will sich ein ganz besonderes Motiv stechen lassen. Ein Semikolon, ein überall auf der Welt bekanntes Symbol, das Mut machen soll, am Leben zu bleiben. Wenn man nichts fühlt, dann ist dieser Schmerz, den Tätowieren einfach mit sich bringt, auch ein sehr schöner Schmerz. Man spürt, dass man lebt und das, was passiert in einem. Fertig. Es ist total schön geworden. Ich erhoffe mir von der Tätowierung, dass sie mich in schlechten Zeiten daran erinnert, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Ich habe ein ganz klares Zeichen gegen Suizid gesetzt und jetzt reiß dich zusammen und mach weiter. Weitermachen und ins Leben eintauchen. In Berlin geht das als Single leichter als in der Provinz, die Jana mit 19 hinter sich gelassen hat. In Schwäbisch Hall lebt Uwe mit seiner Familie. Anfang 2015 glaubte auch der 49-Jährige nicht weitermachen zu können. Nach einem Selbstmordversuch verbringt Uwe 6 Monate in der Psychiatrie. Jetzt möchte er ins Berufsleben zurückkehren. Heute Nacht habe ich ziemlich schlecht geschlafen und bin auch sehr nervös, weil es ist das zweite Mal, dass ich versuche, wieder eingegliedert zu werden, also sprich wieder in die Arbeit zu kommen. Und das erste Mal ist gar nicht gut verlaufen. Sehr nervös, dass es dieses Mal klappt, weil es sollte dieses Mal klappen, damit alles wieder in vernünftige Bahnen kommt. Uwe und Sibylle Haug sind seit 21 Jahren ein Paar. Sibylle ist der Fels in der Brandung. Sie steht ihrem Mann in den schlimmsten Momenten zur Seite. Uwes erster Versuch, wieder regulär zu arbeiten, scheiterte schon am zweiten Tag. Die beiden haben Sorge, dass es dieses Mal wieder schwierig wird. Also die letzte Eingliederung war furchtbar, weil es die Woche davor, bevor dann wieder normal arbeiten war, hat man schon gemerkt, Panikattacken und Unruhe. Und es war eigentlich wie vorher, es hat sich nichts geändert gehabt. Und dann dieses Wochenende davor ist wieder Nervenzusammenbruch und Panik. 4,5 Jahre vor dem Suizidversuch attestierte ein Arzt Uwe ein Burnout-Syndrom. Eine typische Fehldiagnose bei unerkannten Depressionen. Niemand hat damals bemerkt, dass sich Uwe auf eine echte Katastrophe zubewegte. Was ich jetzt gerade merke und was auch damals so oft ein Problem war, dass dieses Symbol für Depression eigentlich immer auf mich gewartet hat und ich wusste nicht wo.
Also es konnte jetzt privat sein, es konnte aber auch hier am Schreibtisch sein. Nicht jetzt, weil hier jemand ist, der mich stört oder weil ich hier irgendwie mich unwohl fühle, aber weil eben diese Depression permanent da sein kann, wenn man sie nicht steuert. Und das war halt damals öfter so, dass ich gemerkt habe, ich werde kribbelig, mir wird alles zu viel, ich möchte einfach weg. Uwe ist Informatiker, sein Arbeitgeber eine große Versicherung. In den ersten Wochen muss er nur wenige Stunden arbeiten. Trotzdem ist Sibylle in ständiger Alarmbereitschaft. Beim ersten Eingliederungsversuch hat Uwe ihr eine Nachricht geschickt, die sie in Panik versetzte. Wenn ich einen Mann habe, der Depressionen hat und schon einen Selbstmordversuch hinter sich hat und der schreibt mir, ich bringe mich jetzt um, dann kann ich nichts anderes machen als Alarm schlagen und rennen und gucken, dass nichts passiert. Weil ich weiß, dass das ein Automatismus ist, der losgeht und da kann der sagen, was er will, dann passiert es einfach. Noch weiß Sibylle nicht, wie es gelaufen ist. Hey! Wie war's? Gut, super. Alles bestens gelaufen. Uwe hat den ersten Arbeitstag überstanden. Doch die Angst vor einem erneuten Scheitern bleibt. Jana Selig hat durch den offensiven Umgang mit ihrer Krankheit in den sozialen Netzwerken Promi-Status erreicht. Erst mit 23 die Diagnose: rezivierende depressive Störung, kurz Depression. Heute will sie anderen Menschen klarmachen, was es heißt, depressiv zu sein. Im YouTube-Format Frag ein Klischee stellt sie sich den Zuschauerfragen. So. So, also bei der nächsten Frage, die wurde sehr oft gestellt. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst, aber wir stellen sie mal trotzdem. Julian Schiller fragt, was sagst du zum Ritzen? Also Ritzen ist nicht unbedingt ein Symptom der Depression. Aber ich habe mich früher geritzt. Und zwar nicht aus diesem Ding, wie man sagt, dass man irgendwie einen innerlichen Schmerz hat, den man unbedingt loswerden will. Ich wollte Aufmerksamkeit. Ich habe gemerkt, das geht mir nicht gut. Ich konnte mit niemandem drüber sprechen, obwohl ich mich an Leute gewandt habe. Mir hat aber keiner zugehört und ich habe mich geritzt, damit andere Leute das sehen. Aber es war nie so, dass ich das für mich wollte oder dass ich das gebraucht hätte oder gesagt hätte, es hätte irgendeine Art von Schmerz gelindert, denn das hat es nie. Als Jugendliche in der Provinz fühlt sich Jana nicht verstanden. Erst in Berlin findet sie ihre Bühne. Doch für heute hat sie alles gegeben. Ich weiß nicht mehr, was ich da erzählt habe. Ich kann das in dem Moment total gut durchziehen. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, so was ich da gerade gemacht habe, weiß ich es nicht. Ich merke nur dadurch, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was gerade passiert ist eigentlich, dass für mich der Punkt erreicht ist, wo ich auch nicht weitermachen sollte. Und dann höre ich auf. Dunkle Wolken treiben auf Jana zu. Wie schnell, trotz Antidepressiva, hell und dunkel bei ihr wechseln, werden wir im Laufe der Dreharbeiten noch häufiger erleben. 3 Wochen später in Schwäbisch Hall. Uwe geht es besser. Das merken auch seine Kinder. Nach langer Zeit kann sich Uwe endlich wieder kümmern. Mit einem Buch erklärt er Tochter Katja, wie sich seine Krankheit anfühlt. Um was geht's da? Ja, die erklären quasi, wie Depression, wie sich das anfühlt, wie das ist. Und dann von einem Bild von einem Hund. Das wird sich gemacht. Warte mal, ich zeig das gleich mal. Guck. Okay. Der verfolgt einen permanent. Da siehst du es auch. Und macht den dauernd traurig. Sieht man richtig, wie er so traurig guckt. Man hat es halt manchmal schon nicht gemocht, wenn er so sauer geworden ist. Und meine Freundin hat noch immer Angst, ihn was zu fragen. Zwar, da hat man schon gemerkt, die denken, da ist irgendwas nicht so gut. Der schwarze Hund im Buch symbolisiert die Depression. Er mischt überall mit. Man wird ihn einfach nicht los. Wie Uwe seine Krankheit. Es ist eigentlich so, als wäre er irgendwie hätte er, ich weiß nicht, irgendwie eine andere Person noch in sich gehabt, wo jetzt rausgekommen ist und viel netter ist und offener. Und es ist halt jetzt schön zu sehen, dass er
wieder ganz, der, ganz normal ist. Uwes jüngster Sohn Marc ist wie seine beiden Geschwister in Therapie. Denn Uwes Stimmungsschwankungen belasten die ganze Familie. Ich möchte für sie wieder sein, so ein Vater, der da ist. Und zwar nicht nur im Sinne von der Versorger, sondern da auch mal, um Quatsch zu machen, um was zu unternehmen, um Computerspiele zu machen zum Beispiel oder irgendwas anderes zu machen, ein Brettspiel abends mal zu machen oder zusammen was anzugucken. Es war schon schön, schon während der Zeit noch in den Kliniken, als ich dann mal frei hatte und wieder mit den Kindern ins Kino gegangen bin. Und es nicht nur gemacht habe, weil es halt eben so gehört, sondern weil es wirklich wieder Spaß gemacht hat. In Berlin haben wir uns mit Jana für ein Interview verabredet. Kurz zuvor hat sie uns am Telefon gewarnt, dass eine depressive Episode naht. Jetzt erleben auch wir, was das bedeutet. Kein Lebenszeichen von Jana. Es gibt kein Gefühl, dass das irgendwie beschreiben könnte, was in so einer Situation in mir vorgeht. Also ich höre dann die Klingel schon, aber da passiert dann halt einfach nichts. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie denke so, scheiße, du musst jetzt unbedingt aufstehen und das machen. Das geht dann gar nicht. Ich denke dann nichts. Janas dunkle Episoden haben die Wucht einer schweren Depression. Sie können lange dauern, Tage oder Wochen. Und irgendwann wird es dann wieder heller. Das Erste, was Jana dann will, sich endlich wieder selbst spüren können. Es kommen plötzlich, wenn man aus so einer Phase rauskommt, wieder Gefühle. Einfach Gefühle, und zwar alles auf einmal. Und das ist dann das Schwierige für andere Menschen, weil das knallt dann so auf mich ein und dann durchlebe ich innerhalb von 2 Tagen alle Emotionen, die ich so 3 Monate nicht hatte. Uwe Haug ist für einige Tage in Berlin. Gerade fühlt er sich stabil genug, eine solche Reise zu wagen. Er ist zur Internetkonferenz Republika eingeladen. Bedingt durch seinen Job ist Uwe schon lange internetaffin. In der Psychiatrie begann er den Hashtag aus der Klapse zu schreiben. Hier hält er einen Vortrag darüber, wie ihm der WhatsApp-Austausch mit seiner Frau das Leben rettete. Und das ist das Protokoll eines Suizidversuchs quasi. 12.17 Uhr habe ich angefangen. Und warum dieses immer so immer schlimmer wird, ich hätte mir Schlaftabletten eingeschmissen. Und zwar vor den Rasierklingen. Und das war meine Lebensrettung. Weil ich nämlich dann angefangen habe zu schreiben und durch das Schreiben abgelenkt wurde. Und irgendwann bin ich, also man kann es heute noch sehen, ich hab den Schnitt noch, aber der ist so minimal gewesen, weil ich schon durch die Tabletten weg war, dass man mich retten konnte. Der Suizidversuch. Wendepunkt in Uwes Leben. Von nun an bekommt er Antidepressiva. Und er beschließt, offensiv mit seiner Krankheit umzugehen. Was mir auf der Republika wirklich gefällt, ist dieses Feedback von den Leuten. Dass ich wirklich mal gesagt bekomme, ja, wie du das angehst mit deiner Depression, das ist richtig so und das ist gut so. Und wir freuen uns darüber, dass wir das miterleben dürfen und auch erfahren dürfen, was das heißt und dass man dann vielleicht auch mal jemand helfen kann. Aber das ist schon ein Feedback, was mir sehr viel bedeutet. Auch Jana hat wieder Kraft für eine Lesung. Sie hat Freunde und Nachbarn eingeladen. In ihrem Buch Minusgefühle beschreibt sie, wie sie über Nacht bekannt wurde. Als ich gegen 11 Uhr aufwache und einen Blick auf mein Handy werfe, trifft mich fast der Schlag. Hunderte neue Nachrichten sind in den letzten Stunden eingegangen. Auch mein Nachrichtenfach bei Facebook quillt über. Selbst meine beiden privaten E-Mail-Postfächer blieben nicht verschont. Minusgefühle hat eine Vorgeschichte. Ende 2014 kann Jana die guten Ratschläge von Nichtdepressiven einfach nicht mehr hören. Sie postet einen wütenden Tweet, die Vorlage zum Hashtag NotJustSad. Darin schreibt sie sich von der Seele, was Depressivsein bedeutet, mehr als nur Traurigkeit. Jana wird zur Vorzeigedepressiven. Depression gilt mittlerweile als Volkskrankheit. Man sagt, 20% der Deutschen
haben schon mal eine depressive Phase erlebt. Es ist krass zu lesen, wie vielen anderen Menschen es auch so geht. Es ist zum Teil wahnsinnig erdrückend, weil man wünscht einfach keinem anderen Menschen dieses Leid. Uwe Haug ist jetzt seit 2 Monaten in der sogenannten Eingliederungsphase. Er und seine Frau haben viel zu bewältigen. Das schweißt auch zusammen. Aber wie ging es denn dir mit der ganzen Sache jetzt? Also erstmal hatte ich natürlich riesen Schiss. Ach. Weil nach dem ersten Mal war es ja irgendwie nichts. Und dann dachte ich, gut, schlimmer kann es ja fast immer werden. Mhm, stimmt. Ey, aber das ist total anders. Also man kann es überhaupt nicht vergleichen. Für eine Beziehung ist so eine Depression sehr belastend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da manche in die Brüche gehen. Und man muss halt dann durch und wissen, dass es auch da besser werden kann. Ihre Stärke bezieht Sibylle auch daraus, dass sie Uwe schon kannte, bevor er die Depression bekam. Das Vertrauen war nie ganz weg. Und also obwohl beim ersten Mal nach den Kliniken, wo er wieder angefangen hat zu arbeiten, da habe ich schon gedacht, also ganz kurz habe ich da gedacht, es wird nichts mehr. Aber gerade zu Hause, wo Uwe als Ehemann und Vater gebraucht wird, fehlt es ihm wieder an Energie. Ich grübel so viel nach, dass ich dann teilweise Dinge gar nicht tue, weil ich schon den Verdacht habe, könnte ja schief gehen. Und da ist die Depression sowas wie jemand, der die ganze Zeit dafür sorgt, nee, du bleibst in einem schönen, engen Kreis und da bist du und das ist zwar dunkel und eklig, aber immerhin dein sicherer Kreis und alles andere interessiert dich erstmal nicht. Geh mal bloß nicht raus, weil wenn du rausgehst, dann wird's böse. Ja, gleich raus. Aber Uwe muss diesen Teufelskreis verlassen, damit er für seine Kinder wieder der Vater und für seine Frau wieder der Mann sein kann, der er sein möchte. Ach stimmt, ich hab's gar nicht gesehen. An schlechten Tagen ist es halt teilweise wieder so wie früher. Dann sitzt er wieder da und grübelt und die Kinder merken das und sind weg. Man könnte ihn jetzt mehr ansprechen und es wäre jetzt auch in Ordnung, aber man traut sich's ja noch nicht und deshalb guckt man noch ganz genau, wie er reagiert und wahrscheinlich noch viel zu viel Rücksichtnahme, was eigentlich gar nicht mehr sein müsste. Das Familiengefüge bleibt zerbrechlich. Uwe spürt die Rücksichtnahme der anderen. Die vorsichtige Distanz, die sich ihn wie einen Fremdkörper fühlen lässt. Ich kann aber noch überhaupt nicht einschätzen, wie stabil ich bin. Also inwiefern ich nicht wieder in ein tiefes Loch fallen könnte. Und deswegen bin ich da gerade momentan sehr vorsichtig und versuche immer, Dinge zu meiden, wo ich ein Gefühl davon habe, dass es mich wieder reinreißen könnte. Uwes Familie unterstützt ihn so gut sie kann. Die Depression ist keine Krankheit, die sich heilen lässt. Jederzeit können neue Schübe auftreten. Deshalb können nur alle gemeinsam lernen, die Krankheit zu akzeptieren. Werden Sie einen besseren Umgang mit ihr finden? Jana treffen wir wieder in einer hellen Phase. Es ist absolut unmöglich, depressive Menschen zu erkennen, wenn sie einem nicht sagen, hallo, ich bin depressiv. Man merkt es nicht. Wie soll man es merken? Man sieht es nicht. Und wenn ich jetzt über die Straße laufe, dann sehe ich ihr Äußeres, aber nicht, was in ihnen vorgeht. Und ich glaube, wenn man mich anschaut, dann denkt man jetzt auch nicht unbedingt so, okay, die ist hart depressiv. Man denkt sich vielleicht, okay, die hat ein bisschen Vogel, aber mehr auch nicht. Jana beschäftigt sich auch beruflich immer wieder mit dem Thema Depression. Wie auch ihre Freundin Christina, die eine Smartphone-App für depressive Patienten entwickelt hat. Ich habe dir das Beste noch gar nicht erzählt. Ich habe meine Tabletten abgesetzt. Nein. Ich bin antidepressiva frei jetzt seit 2-3 Wochen. Und? Wie fühlst du dich an? Besser. Ich habe nach wie vor meine Hochs und Tiefs. Aber insgesamt ist meine Grundstimmung besser. Vielleicht rede ich mir das aber auch nur ein. Ja, aber ist auch egal. Solange es funktioniert, ist gut. Genau, ne? Ist vollkommen wurscht. Ich habe damit auch, als ich meine Tabletten abgesetzt habe,
habe ich zuerst gar nicht so, ich hatte Angst so und habe es so in so ganz Mini-Steps abgesetzt. Ich habe zwar nicht gemerkt, als ich die Tabletten genommen habe, dass alles in Watte gepackt ist, aber als sie dann nicht mehr da waren, hatte ich auf einmal gedacht so, wow, das ist alles so viel klarer. Ich glaube, dass so eine psychische Abhängigkeit entsteht, ja, wenn du zu lange nimmst, dass du denkst, so, okay, du das kannst ohne so Tabletten nicht mehr funktionieren. Und das wurde mir ja auch gesagt, so, dass ich für immer Tabletten nehmen muss. Aber es war bei mir jetzt auch so, nee, Leute, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ja. Es muss jetzt irgendwie anders gehen. Jana möchte sich aus der Abhängigkeit von Psychopharmaka befreien. Doch wird sie den Alltag ohne Medikamente bewältigen können? In Schwäbisch Hall kämpft sich Uwe in die Alltagsnormalität zurück. Noch immer besucht er einmal pro Woche eine psychotherapeutische Klinik. Mit seinem Therapeuten entwickelt er Strategien gegen einen Rückfall. Mich würde brennend interessieren, gibt es einen Unterschied zwischen dem Start beim ersten Mal und heute? Das sieht alles viel entspannter aus als beim ersten Mal. Also ich fühle mich jetzt deutlich, muss man sagen, sicherer oder deutlich entspannter. Wie haben Sie das hingekriegt? Das frage ich mich ein bisschen auch. Und ich kann mir im Grunde genommen die Sache einteilen, wie ich möchte. Also es besteht kein Druck. Ich habe gedacht, jetzt muss ich wieder funktionieren. Und das war zu viel auf einmal. Und jetzt habe ich gemerkt, nee, wenn ich jetzt den Antritt mache, ich fange jetzt langsam wieder an. Ich bin noch krank, ich werde wieder gesund werden, aber das dauert noch. Dann passt es. Wir sind mit Jana bei einem Psychiater verabredet. Als Spezialist für Antidepressiva soll er sie beraten. Wir sind unsicher, ob sie kommen wird. Seit Wochen kein Lebenszeichen, nur eine Nachricht. Jana hat eine Krise, Suizidgedanken und nimmt wieder Medikamente. Doch dann ist Jana da. Und aus der Beratung wird jetzt eine Notfallintervention. Frau Selig, waren Sie schon mal in der Schlossparkklinik? Kennen Sie die? Nee. Noch aber kann ich gleich hier bleiben? Kommen Sie mal mit, ja, lass mal. Nehmen Sie mal Platz. Ja, seit wann geht's Ihnen so schlecht? 4 Wochen. Sind Sie auf sich alleine gestellt oder haben Sie Unterstützung? Nee, ich bin momentan komplett auf mich alleine gestellt. Ja. Ich würde lieber ohne Arme leben als mit Depressionen oder Angststörungen oder so. Ich habe halt das Gefühl, es wird immer heftiger. Es sollte besser werden, aber es wird nicht besser. Es wird immer schlimmer. Wollen Sie so meine grundsätzliche Einschätzung von Antidepressiva wissen? Ja. Tatsächlich wissen wir, dass Antidepressiva helfen, aber nicht jedem. Also es hilft ungefähr sogar nur jedem Zweiten, der eine Depression hat, hilft ein Antidepressivum. Also es sind wirksame Medikamente, aber keine Wundermittel. Ganz ehrlich, wenn mir jemand Smarties hinlegen würde und sagen würde, es hilft gegen deine Depression, würde ich die Smarties essen und dran glauben. Was wissenschaftlich abgesichert ist, auf der Basis von Zehntausenden von Patienten, ist interessanterweise zumindest, dass Patienten, die ein Antidepressivum nehmen, auf keinen Fall weniger Suizide machen als Patienten, die nur ein Placebo bekommen. Da möchte man ja eigentlich denken, Medikament, was eine Depression behandelt, schützt die Menschen auch davor, einen Suizidversuch oder einen Suizid zu machen. Das ist überhaupt nicht so. In diesen Studien haben die Patienten, die Antidepressivo bekommen, genauso viel Suizide oder Suizidversuche, wie die, die Placebo bekommen. Egal, alles, was hilft. Alles, was hilft. Und wenn ich eben nicht so schnell einen Platz bekomme, dann eben Medikamente. Menschen mit einer Depression müssen trotz akuter Krise, je nach Wohnort, bis zu einem Jahr auf einen Therapieplatz warten. Jana hofft, dass es bei ihr schneller geht. Sommer in Schwäbisch Hall. Von Woche zu Woche ging es Uwe besser. Sein Zustand stabilisierte sich. Doch dann ist er plötzlich da, der befürchtete Rückfall. Also merken, dass es ihm nicht so gut geht, tue ich vor allem an dem, dass er spricht nicht mehr viel, er ist in sich geschlossen, er lacht gar nicht mehr. Er ist leicht reizbar natürlich wieder. Und man muss wirklich vorsichtig sein mit dem, was er sagt, weil er bezieht es auch immer gleich auf sich. Und ja, also schon die ganze Grundstimmung. Also man merkt es sofort, wenn er den Raum betritt, von der Grundstimmung, ob es ihm gut geht oder nicht.
Sibylle kämpft einen aufzehrenden Kampf. Jahrelang fühlte sie sich für die Situation mitverantwortlich. Jetzt hat sie verstanden, dass sie sich abgrenzen muss, um selbst bei Kräften zu bleiben. Es ist ja nicht das Sofa und es ist nicht das Rumliegen, es ist aber dieses ich möchte nichts mehr tun. Ich habe zu nichts Lust, ich bin zu nichts motiviert. Und dann liegt man da rum, wo man am ehesten, am längsten liegen kann. Also das Sofa ist eher so der minimalste Rückzugsort, den man noch hat. Und das ist eigentlich das, warum das Sofa dann für mich auch wiederum, wie für viele Depressive, halt so eine Anlaufstelle ist, genau wie das Bett. Nicht, weil man unbedingt lang schlafen möchte, sondern weil es einfach zu nichts mehr Lust, dann wo zieht man sich zurück, da, wo man halt liegen bleiben kann. Aber Uwe hat in der Therapie gelernt, dass schon kleine Kniffe helfen können. Mit Schärfe bekämpft er seine Panik. Das Brennen einer Chilischote nimmt der Körper als Schmerz wahr und schüttet Endorphine aus. Uwe will der Krankheit etwas entgegensetzen. Ich habe jetzt schon mehrere Phasen gehabt, wo ich wieder einen depressiven Schub erlebt habe, der teilweise auch ziemlich tief war. Und ich habe auch so ähnlich schon gesagt zu dem Suizidthema. Ich schließe es für mich eigentlich aus, aber eine Garantie möchte ich nicht übernehmen. Also 100% Garantie, dass ich dieses Thema Depression in den Griff bekomme und wirklich damit leben kann, das wär einfach gelogen. Es ist Herbst. Wir treffen Jana ein letztes Mal. Sie hat inzwischen einen Therapieplatz bekommen. Ich kann nicht sagen, es geht mir heute viel besser oder schlechter als vor einem halben Jahr, einem Jahr oder 5 Jahren. Ich kann nicht sagen, wie es mir morgen geht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es besser wird. Als öffentliche Person hat Jana immer zu ihrer Depression gestanden. Aber sie brauchte Zeit, um sich selbst einzugestehen, dass die Krankheit immer ein Teil von ihr bleiben wird. Ich finde, dass ich eine gute Position dazu einfach habe, dass ich es mir selbst eingestehen kann und dadurch, dass ich es auch vor anderen eingestehen kann, dass es mir nicht mehr unangenehm ist. Ich glaube, das ist eine gute Position dazu. Ich habe das Beste daraus gemacht, was ich daraus machen konnte. Ich werde das Beste daraus machen, aus allem, was noch kommt. Auch in Schwäbisch Hall ist es Herbst geworden. Sibylle ist mehr im Frieden mit sich und kann ihrer Situation auch etwas Positives abgewinnen. Wir profitieren auf jeden Fall von der Krankheit von Uwe, weil wir Sachen mitkriegen und in Tiefen eindringen können, wo normalerweise die Menschen wahrscheinlich ganz einfach hinkommen, und aber auch wieder in Höhen und merken, egal was passiert, eine Familie kann das überstehen. Ich drehe noch eine Runde. Ja, okay. Also, bis nachher. Ja, tschüss. Uwe hat im Job durchgehalten. Seine Existenzängste sind weniger geworden. Wenn ich so zurückgucke, was so die letzten, sind es glaube ich schon 1,5 Jahre passiert ist, also vor 1,5 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich so weit komme, wie ich jetzt bin. Also das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig gut an. Ich fühle mich sehr stabil, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, dass die Person noch da ist, aber ich habe es im Griff. Und damals habe ich gedacht, ich hätte mein Leben vor die Wand gefahren. Und jetzt habe ich eher so das Gefühl, nee, jetzt fangen wir mal richtig an. Jetzt versuchen wir mal auf die richtigen Beine zu stellen und mal wirklich jetzt zu leben und nicht dann in der Zukunft.